DAX minus 13%, der Dow Jones minus 9,6%, die Nasdaq ist auch mittlerweile beim Year-to-Date minus 21% und auch der S&P 500 hat es aktuell nicht einfach mit einem Minus von 13,3%. Wir sehen es querbeet, aktuell geht alles gefühlt nach unten. Wir schauen uns heute einfach mal mein Depot an. Wie schlägt sich überhaupt mein Depot? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Dazu schauen wir uns eine Depotstruktur an. Wie viel Geld ist investiert, kann ich da jetzt gleich sagen. Aktuell sind es 45.000 Euro. Dann schauen wir uns noch die Performance an und auch die Dividendeneinnahmen. Loslegen möchte, wie gesagt, mit der Depotstruktur. Aktuell die größte Position ist weiterhin Unilever. Unilever habe ich ja im Januar aggressiv gekauft und leider ging es ja danach nochmal peu à peu nach unten. Hätte, Fahrradkette war nicht vielleicht der ideale Zeitpunkt, aber für mich war es zu dem damaligen Zeitpunkt ideal zum Kaufen. Zweitgrößte Position Fresenius, danach kommt AT&T nach der Abspaltung mit Warner Brothers Discovery. Cash sind ca. 2600 Euro, was aktuell hier rumliegen. Rio Tinto ist mit dabei, Henkel, Vodafone, ExxonMobil, British American Tobacco. Soweit muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zufrieden mit meiner Depotstruktur und auch mit den Einstiegszeitpunkten. Also muss man immer von dem jeweiligen Punkt damals sehen natürlich. Dann, was mir so ein bisschen fehlt im Depot drinnen, sind so ein bisschen Rohstoffwerte. Natürlich Rio Tinto, ExxonMobil ist im Depot drinnen, aber ich rede hier eher so ein bisschen von Gold und Silber. Das muss ich auf jeden Fall in Zukunft ändern, dass dann hier einfach schön ausgewogen das ganze Depot ist, ist so für mich einfach das Wohlbefinden. Bevor wir jetzt zu meiner Performance kommen, gibt es hier einen kurzen Programmhinweis. Wenn du noch auf der Suche nach einem Buchhaltungssoftware-Tool bist, dann kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, Zendesk zum Anschauen. Ich mache dort selbst meine Buchhaltung. Der Steuerberater hat einen Zugang. Du sparst dir einfach mit so einem genialen Buchhaltungstool Zeit, Geld und Nerven. Das ist einfach extremst wichtig. Deswegen unbedingt mal Zendesk anschauen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und mit dem bekommst du noch einen Monat gratis bei Zendesk. Also gerne mal abchecken. Jetzt kommen wir aber zu meiner Performance. Hier habe ich die Performance seit der Auflage 1. Januar 2021 mit dabei. Also letztes Jahr war richtig stark, da machen wir uns nichts vor und dieses Jahr läuft es gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Aber auch der vergangene Monat war gar nicht so einfach zum Investieren, beziehungsweise die Performance lässt definitiv etwas zum Wünschen übrig. Aber mal ganz ehrlich, durch die jetzigen Situation entstehen ja auch für uns Langfristinvestoren immer wieder sehr, sehr interessante Möglichkeiten zum Investieren. Apropos investieren, natürlich habe ich auch im vergangenen Monat neue Aktien und Nachkäufe getätigt. Dazu möchte ich aber ein spezielles Video einfach machen, damit man sich dort einfach mehr darauf konzentrieren kann. Gerne deswegen einfach mal den Kanal abonnieren. Und hier kommen wir jetzt direkt zu meiner Flop-Performer seit Anfang an, sprich seit Anfang letzten Jahres. Warner Brothers Discovery minus 20%, nicht geil, muss man so sagen. Henkel minus 13%, Walt Disney minus 6%, Starbucks minus 4,5% und ihr seht es, Starbucks, T. Rowe Price, das sind Unternehmen, die sind jetzt frisch in unserem Depot drinnen. Jedoch, ja, der Einstiegszeitpunkt war scheinbar jetzt nicht ideal gewählt, kurzfristig zumindest hoffentlich. Kommen wir zum vergangenen Monat und beim vergangenen Monat, da wird es jetzt interessant, wir haben hier Warner Brothers Discovery mit minus 20% dabei, das ist mit unter anderem einen Nachkauf geschuldet, beziehungsweise ist ja Warner Brothers Discovery von AT&T abgespalten worden. Intel minus 7,7%, Cisco System minus 7%, München Rück auch minus 6,5%. Ja, was soll man da großartig dazu sagen, war auch bei mir nicht wirklich ein einfaches Monat. Aber wie gesagt, dadurch entstehen ja auch wirklich langfristig wieder interessante Möglichkeiten. Seit 01.01.2021 die Top-Performer mit unter anderem Iron Mountain, ExxonMobil, GlaxoSmithKline. Dann haben wir eine PepsiCo mit dabei, eine British American Tobacco. Iron Mountain mit plus 60% ist richtig, richtig stark, was aber ein bisschen schade ist. Ihr seht es, denke ich mal, eine Iron Mountain, eine GlaxoSmithKline und eine PepsiCo. Die drei der vier Top-Performer sind leider nur kleingewichtet im Dividendendepot. Das ist natürlich extrem schade, aber andererseits bin ich lieber mit ein bisschen Kapital plus dabei, wie wenn ich gar nicht dabei wäre. Also man muss das auch mal positiv sehen. Jetzt kommen wir aber zum vergangenen Monat und dort zu den Top-Performer. Und ich muss gleich mal vorweg eins raushauen. Ich habe hier
Bisschen kacke gebaut. Einige haben das Video gesehen gehabt, wie ich das Ganze mit AT&T löse, mit der Abspaltung. Die Lösung war, denke ich mal, relativ einfach, was ich gemacht habe. Aber im Nachhinein war sie für den Monat April nicht ideal, weil plötzlich AT&T mein Top-Performer im Monat April ist. Was natürlich so nicht stimmt. Ich habe die komplette Position rausgelöscht und dann im April nochmal neu eingebucht mit der Abspaltung von AT&T. Ja, da habe ich ein bisschen Gacker gebaut, habe das jetzt aber alles nachgerechnet, dass wir dann im April einfach auch auf eine saubere Performance kommen. Und dennoch bin ich absolut zufrieden mit den Top-Performern. Cardinal Health plus 10%, GSK auch 10% im Plus. Also rundum sehr, sehr zufrieden. Aber jetzt kommen wir eben zur Berechnung. Und die Berechnung April plus 2,5%, das wäre natürlich richtig, richtig schön. Aber ich habe diese, also insgesamt, ich habe mir auf zwei Depots ja das Depot aktuell aufgeteilt, habe ich das alles so ein bisschen nachgerechnet. Also im April waren es plus 0,7%, was ich plus erwirtschaftet habe. Also ein kleines Plus gab es im April. Aber tatsächlich, das Gesamtportfolio, das stimmt absolut. Also ihr habt da alles nochmal nachgerechnet gehabt, aber das stimmt. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass das so ja, nicht ideal gelaufen ist. Und heute ist der 3. Mai, wo ich das Ganze aufnimmt. Gestern ging ja die Börse auch nochmal runter. Und deswegen habe ich im Mai schon ein Minus von minus 1,8% und somit ein Gesamtperformance von 4,4%. Ja, mir tut es da auf jeden Fall euch gegenüber und auch mir gegenüber leid, wo ich das gesehen habe. Ich habe mir echt richtig hart im Arsch rein müssen. Ich habe das einfach nicht verstanden, woran es liegt, bis ich es dann gesehen habe und bloß dachte, boah, Punkt, Punkt, Punkt. Voll schade auf jeden Fall, dass ich das da ein bisschen verhunachselt habe. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ja, schauen wir einfach gleich direkt eins weiter. Und zwar das, was mich persönlich extremst gefreut hat, war einfach der Monat April an Dividende. Ihr seht es, das erste Mal über 200 Euro. Und woran ist es jetzt gelegen? Unter anderem haben wir Cardinal Health, Cisco System jeweils etwas über 8 Euro an Dividende zahlt. GlaxoSmithKline auch ordentlich mit 9 Euro dabei gewesen. Eine Henkel, Einmalzahler leider mit 57 Euro, auch richtig gut, auch wenn Henkel aktuell nicht gut läuft und auch ihre Schwierigkeiten habe. Aber wenn sie mögt, kann ich dazu auch mal gerne ein Video machen, was ich zum Beispiel auch nachkaufen würde. Iron Mountain auch, die Dividende richtig gut, 8,3 Euro. PepsiCo und Realty Income rund 3,70 Euro und 3,90 Euro. Bevor wir zu Rio Tinto kommen, Unilever hat auch noch eine Dividende gezahlt. Da ist es aber so, Scalable ist da nicht so flott gewesen. Die haben wir das erst im April verbucht. Deswegen habe ich hier auch im April diese Buchung gemacht. VP Carry mittlerweile fast 9 Euro. Und ich denke mal, jeder hat es gesehen. Rio Tinto 101 Euro. Und das war richtig, richtig stark. So kommen wir zusammengerechnet, netto wohlgemerkt, auf fast 240 Euro Dividende. Und dadurch ist auch ein relativ gutes Plus auch entstanden bei mir im Depot drinnen. Ihr wisst es, 45.000 Euro. Ist das gesamte Depot schwer. 1% wäre dann 450 Euro und die Hälfte, also 0,54%, haben einfach diese Performance ausgemacht. Also das ist richtig, richtig stark. Da sieht man auch, wie wichtig eigentlich Dividenden sind, wenn man das natürlich möchte. Und somit bin ich eigentlich rundum zufrieden mit dem Depot. Natürlich, die Depotstruktur muss noch ein bisschen geändert werden und bin da jetzt einfach auch mal auf euer Feedback gespannt. Was gefällt euch am Depot? Was gefällt euch nicht so gut am Depot? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Und ihr wisst, unten ist auch der Link nochmal für Zendesk drinnen. Dort bekommst du einen Monat gratis.